Okay, die Frage ist einfach, was erwartet der Kunde von einem Wärmedämmverbundsystem? Welche Erwartungen haben Sie an Wärmedämmverbundsystem? Warum haben Sie das gemacht? Dass wir auf jeden Fall Heizkosten einsparen, weil im Moment müssen wir einmal im Jahr Gas tanken. Ja. Und sonst noch irgendwas? Und es war hier sehr zugig. Gut, wir mussten sowieso die Fassade neu machen und dann haben wir gesagt, okay, es macht ja Sinn. Zugig, also zum Thema Behaglichkeit, dass es Ihnen angenehmer wird. Ja, weil hier ja die Fensterleibungen alle noch offen waren. Ja. Das heißt, wir mussten sowieso was machen. So. Was ist von der Gestaltung her? Haben Sie da auch Anforderungen gehabt mit dem Motto, soll auch schön aussehen, die Fassade? Natürlich. Wir haben auch Farbe entsprechend ausgewählt. Ja. Also Farbigkeit, also schön aussehen, Wärmeschutz. Ne? Genau. So, die Behaglichkeit innen, vielleicht auch Verhinderung von Wärmebrücken. Genau. So, die Gefahr von Schimmelbildung weniger. Haben Sie sich mal Gedanken um Schallschutz gemacht? Innerhalb des Hauses ja, da arbeiten wir noch so ein bisschen dran, ja. Ja. Aber nach außen jetzt nicht, weil hier ist jetzt auch nicht so eine Lage, wo das so notwendig wäre. Also haben Sie zum Thema Schallschutz im Prinzip keinerlei Anforderungen gehabt? Nein, nicht nach außen. Was würden Sie denn sagen, wenn der Schallschutz durch das Wärmedämmverbundsystem schlechter geworden ist? Würde mich jetzt überraschen. Ich hätte gedacht, dadurch wird es höchstens noch erhöht, weil es kommt ja noch eine Dämmschicht drauf. Wie hätten Sie denn entschieden, wenn man Ihnen gesagt hätte, hören Sie mal, es gibt eine spezielle Platte und damit bekomme ich eine Schalldämmwertverbesserung. Die würde dann einen Quadratmeter 1 Euro mehr kosten. Hätten Sie das vielleicht bezahlt? Nein, weil wie gesagt, wir wohnen hier in der Gegend, wo es nicht notwendig ist. Okay, also Sie sagen, okay, Schallschutz ist in Ordnung. Ist für uns jetzt nicht so relevant. Aber Sie hatten keinerlei Erwartung an Schallschutz? Nein. Gut.